Hier ist euer Duzi Duzi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute zeige ich euch mal die Klasse bei Breakpoint, den Pfadfinder. So, und im Prinzip ist die Klasse jetzt nichts Besonderes, nur dass sie ein paar extra Sachen hat. Also, die hat mir ja nahe ein Uplink-Protokoll, mit dem man die Anzeige der Fertigkeit auffüllen kann. Und die braucht man auf jeden Fall, weil ansonsten kann man die Fertigkeit nicht aufladen. Gut. Und hier zum Beispiel hat man dann passive Klassenfähigkeiten. Das wilder Metabolismus bedeutet im Prinzip, dass man höhere Rationseffekt ist 50% erhöht und die Rationsdauer ebenfalls. Und bei taktischen Depots, da findet man dann, wenn es erhöht ist, dann noch extra Sachen wie Quells oder zwei Ablegenprotokolle und einmal diesen Schwerblick, das ist so ein schwarz-weißer Blick, mit dem man dann diese Depots einfacher finden kann, wenn man in der Nähe ist. Ich bin zum Beispiel auf Stufe 8 und also momentan, also ich habe die Klasse jetzt auch noch nicht so lange gespielt. Ich glaube, ich bin im Falschen. Ja, genau. Also hier. Ja, und da kann man ja hier auf Details gehen. Genau. Und dann, da habe ich das schon hier auf 100% Rationseffekt, taktische Defos und den Speerblick. Ich glaube, den tut man erst später noch verbessern, glaube ich. Aber ist auch nicht so schlimm. Gut, und dann sage ich euch mal die. Also hier zum Beispiel, hier habe ich zum Beispiel hier eine Ration vom Schutzdosis Extrem. Da hat mir für eine Stunde lang hat man dann Schadenswiderstand von 5%, aber da ich ja 100% Bonus habe, habe ich dann 10% im Prinzip. Das ist dann eigentlich ganz gut angezeigt hier. So. Und zack. Und da steht sogar 10% Schadenswiderstand. So, und nun kommen wir mal zur Klassenfähigkeit. So. So, und jetzt fliege ich im Prinzip eine abtrünnige Azrael-Drohne. Also hier heißt es Amaros-Drohne. Und damit kann man im Prinzip hier scannen, ködern, blenden und abschießen hier. Ist schon geil, also muss ich wirklich sagen. Also, und hier unten ist zum Beispiel noch so ein Depot übrig. Das ging volle Kante daneben. Mal ködern, mal blenden. Warum denn nicht? Gut. Ja, und um die Fähigkeiten aufzuladen, braucht man dann hier solche Ablenkprotokolle. Muss man einfach nur benutzen hier. Amaros Drohne gesichtet und bereit für den Ablenk. Jo. Und hier ist dieser Speerblick. Da vorne, das was da so blau ist, das ist wieder so ein taktisches Depot. Und wenn man das einsammelt, das werde ich jetzt auch noch machen. Aber jetzt muss ich halt aufpassen, dass sie mich nicht wegknallen, weil Schwierigkeit ist auf extrem. So, weg mit euch. Hier ist ein taktisches Depot. Und, ja, und das hört ihr auch immer so. Und dann hier. Ah, ein Uplink-Protokoll. Rationsgewehrteile und noch eine Dosis gefunden. Also ich muss sagen, ich finde die Klasse echt nicht schlecht. Also in Raids kann man die auch sehr gut benutzen, besonders wegen dem Schadenswiderstand. Ist der überhaupt noch aktiv? Seitdem ich in der Drohne war, irgendwie ist der weg.
Ich weiß nicht, ob das noch ein kleiner Bug ist oder so, aber dürfte normal so nicht sein. So, und ich wollte euch noch mal kurz die Klasse vorstellen, was sie so kann. Und dann würde ich sagen, dann verabschiede ich mich und dann sage ich auch dann nur noch, mach's gut.